So, heute geht's für mich hier hoch hinaus. Ich muss erstmal auf die Leiter, denn ich bin heute hier bei Dennis von Zurück zum Garten. Moin Leute. Wir werden hier heute mal einen kleinen Gartenrundgang machen und uns die spannendsten Ecken aus seinem Garten anschauen. Also dranbleiben. Als erstes, da schauen wir uns mal hier seinen Gemüsegarten an und dann schauen wir mal, was der Dennis sonst hier noch so in seinem Garten zu bieten hat. Es sind überall Spielplätze, Toilettenmöglichkeiten und andere Besuchersachen da. Ja, Dennis, dann zeig uns doch mal, was hast du hier in diesem ersten Beet? Ja, ich habe hier im ersten Beet noch die Buschbohne Blaue Hilde stehen. Die kommt richtig gut. Felix, zeig doch mal, wie voll die hier hängt. Seht ihr das? Hier überall. Und Buschbohnen immer schön wieder abernten, damit ihr immer neue Ernte kriegt. Und hier vorne in dem Beet habe ich normalerweise den Frühbeetkasten stehen. Der kommt jetzt auch bald wieder drauf. Aber aktuell wächst hier Mangold, Rhubarb Char müsste es sein. Und das, was hier umgekippt ist, das ist eigentlich eine Stangenbohne. Ich habe nur keine Stangen gesetzt. Und wie ihr seht, es funktioniert trotzdem. Dann wuchern die allerdings komplett über den Boden. Als nächstes habe ich hier gesehen, der Dennis arbeitet hier mit so erhöhten Beeten. Fragen wir ihn mal, was da der Vorteil dran ist. Ja, diese Beete haben ganz einfach einen Vorteil, das sind sogenannte Raised Beds. Im Klartext ist das einfach nur ein Holzrahmen, den ich nachträglich mit Kompost gefüllt habe. Denn mein Problem hier im Garten ist, ich habe hier super lehmigen Boden. Und in diesem lehmigen Boden kann man relativ wenig anbauen. Deswegen einfach Holzrahmen drum, Kompost rein und schon kann ich anbauen, was ich möchte. Für welche Kulturen hast du dich jetzt hier in diesem Beet entschieden, Dennis? Also in diesem Raised Bed speziell habe ich hier vorne Knollensellerie stehen. Dann habe ich für den Winter natürlich den Porree schon gepflanzt. Knollenfenchel, der allerdings vor dem Winter noch geerntet wird. Meine Tochter hier, die hat Salate noch gesetzt für zum Beispiel unsere Schildkröten. Und ganz hinten haben wir nochmal Mangold und Asiasalat. Im letzten Video von Dennis konntet ihr ja in den Kommentaren abstimmen oder auch schätzen, wie groß hier diese Sonnenblume geworden ist. Jetzt haben wir das Ganze ausgelost, ich verrate es euch aber nicht, schaut selber nach, denn das Video vom Dennis, das kommt schon am kommenden Samstag, am kommenden Wochenende online, dann könnt ihr euch das Video anschauen und gucken, wie groß diese hier geworden ist. Also ich kriege sie nicht mal drauf auf die Kamera, ist schon ein Riesending. Ja, und vor der großen Sonnenblume hier, da wachsen noch Zucchini und wir schauen mal dran, ob der Dennis da noch welche für uns übergelassen hat. Ja, schauen wir mal einmal. Und hier, da ist eine schöne grüne große Zucchini dran und die drehen wir uns mal einmal ab, denn der Dennis hat ja bei mir auch einiges an Gemüse mitgenommen, die nehme ich mir jetzt mit. So, und ich glaube, da vorne sehe ich Chinakohl, der klappt bei mir leider nie, da schauen wir mal, wie der bei Dennis aussieht. Der sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als meiner. Dennis, was machst du mit dem Chinakohl? Ich pflanze ihn an. Nein, kleiner Scherz. Der Chinakohl wächst bei mir eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist aber, wenn man Chinakohl im Sommer aussät, schießt er sofort. Der ist vorgezogen und ist erst vor 2-3 Wochen hier reingekommen. Und ich habe schon so ein bisschen Panik gehabt, weil die Hitze hat ihn schon echt runtergebogen. Aber er hat sich gut erholt und hier kann ich schon die ersten demnächst ernten. Ja, und hier vorne, da blüht gerade eine schöne Artischocke. Artischocken habe ich noch nie angebaut und die blüht ja echt wahnsinnig schön. Also das habe ich noch nicht gesehen. Und diese Kultur hier, die habe ich auch noch nie angebaut. Ja, da muss ich sagen, ist auch mein erstes Jahr, Leute. Aber das ist Spargelsalat. Im Prinzip wächst der jetzt ungefähr einen halben Meter bis Meter hoch und dann soll man sozusagen den Stängel ernten. Das heißt, man klappt die Blätter weg und der Stängel ist dann wie ein Spargel, ein dicker Strunk, den man kochen kann und dann essen kann. Ich bin gespannt. Rote Beete habe ich hingegen auch schon mal angebaut und ich habe gerade mit Dennis schon gesprochen. Das ist die Sorte Rote Kugel 2. Meine Faust im Vergleich mal daneben ist schon echt eine richtig große rote Beete. Und wie hast du diese groß gekriegt? Das muss ich lügen. Das war im Prinzip ganz einfach. Ich habe sie einfach unglaublich lange stehen lassen. Diese fetten, dicken Knollen sind aus. Jetzt muss ich lügen. Anfang Mai. Ich habe die meisten schon abgeerntet, aber ich wollte einfach mal gucken, wie groß kann so eine rote Kugel denn werden. Und ja, das ist das Ergebnis. So, an Gemüse ist das ja schon einiges. Wir gehen jetzt mal weiter im Garten und dann schauen wir uns mal Dennis seine Moorbeete an. Das Projekt fand ich auch sehr spannend, habe das Video dazu gesehen und jetzt möchte ich mal schauen, wie sieht das wirklich aus. Und hier haben wir die erste Pflanze, die Venus-Fliegenfalle. Die kennt man ja ganz klassisch auch aus dem Haus. Allerdings hat diese Sorte hier so ein paar spitzere Zacken. Moorbeet, sehr interessant. Dennis, wie legt man das an?
Ja, anlegen ist im Prinzip ganz einfach. Man kann kleine Kübel nehmen oder wie ich Teichfolie gut 80 cm tief, umgedrehte Eimer rein, damit ein Wasserbassin entsteht und dann muss das Substrat hier noch rein. Ja, und dann pflanzt man einfach die ganzen einzelnen Moorpflanzen hier ein. Die sind nämlich alle Winterart. Das wissen die meisten Leute nicht. Ja, und hier haben wir diese Schlauchpflanze. Die hat so einen schönen offenen Kegel, sage ich mal, oben. Aber eine steht auch gerade in Blüte und die sieht auch sehr gut aus. Dann haben wir hier auch eine seltenere Pflanze und zwar ist das die Kobralilie. Die heißt so, weil sie so ein bisschen aussieht wie so ein Kobrakopf. Ja, eine der kleinsten Pflanzen hier in diesem Moorbeet ist der Sonnentau, auch heimisch hier in Deutschland. Und die Blüten, die sind sehr klebrig. Wenn man da drauf packt, merkt man das richtig. Kleine klebrige Pflanze im Moorbeet. Ja, und hier noch einmal ein Blick auf das Moorbeet von oben. Alle Pflanzen sind winterhart und das ist echt eine der coolsten Ecken hier bei Dennis in seinem Garten. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, überall bei Dennis hier im Garten stehen Steinfiguren. Ich zeige euch mal dieses Exemplar. Ja, und unter der Magnolie, da haben wir hier zum Beispiel einen Elefanten. Aber Dennis hat noch weitere, die zeige ich euch gleich im weiteren Teil vom Video. Ja, und über den Spielplatz hier gehe ich hin zum nächsten Bereich. Wir schauen uns jetzt mal das Hochbeet an. Ja, und dann stehen wir hier schon vor Dennis seinem Hochbeet. Das ist aus Edelrost. Ich habe auch so eins im Garten bei mir zu Hause. Und zwar ist das wirklich sehr gut, denn die Schnecken, die gehen nicht diese rostige Oberfläche hoch. Und so hat man seine Pflanzen geschützt. Aber jetzt schauen wir mal, was der Dennis hier in seinem Hochbeet drin hat. Gehen wir das Hochbeet einmal im Schnelldurchlauf durch. Hier haben wir Petersilie am Wachsen. Die sieht gerade sehr schön buschig aus. Dann haben wir hier die Paprika bzw. Peperoni de Cheyenne. Dann haben wir hier auch Melonen, wie bei mir zu Hause auch, aber das müsste eine Zuckermelone sein. Ja, und hier im Hintergrund haben wir dann neben Spitzpaprika auch noch einige Auberginen dran. Und die sind schon fast erntereif, da hängt wirklich noch eine Menge dran. Ja, die Aubergine, die blüht ja mal so sehr schön lila. Und hier ist schon ein Exemplar dran, das ist jetzt aber noch relativ klein. Fragen wir den Dennis mal, ob die denn auch so bleiben. Ja, die werden deutlich größer. Die blühen hier sogar noch, aber die werden natürlich nicht mehr ausreifen. Aber die Auberginen hier unten, Felix, zeig sie mal. Das sind wirklich kleine Exemplare. Die waren zum Teil so groß, aber es sind wirklich jetzt die letzten, kurz vorm Herbst. Diese Steinfiguren hier hinter mir, die sind ja echt der Hammer. Aber was ich noch besser finde und was nächstes Jahr bei mir im Garten auf jeden Fall dabei sein soll, das ist dieses Ziergras hier, das möchte ich nächstes Jahr auch in meinem Garten haben. Nur schade, dass die nicht winterhart sind und dass man die jedes Jahr wieder rausholen muss. Ja, und so sieht das Beet im Gesamten aus. Ziemlich cool. Einiges auch winterhartes dabei, wie die Breitblattsäge. Aber doch, das Gras hier, das gefällt mir am schönsten. So schön rot, das möchte ich nächstes Jahr auch in meinem Garten haben. Ja, Dennis, und was hast du hier? Ja, das ist der Kürbis Jumbo, sozusagen der Gewinnerkürbis, denn Felix und ich haben ja zusammen eine Verlosung am Laufen, die am Samstag ausläuft und dafür hat er ihn jetzt mitgebracht, denn den werden wir heute hier zusammen wiegen und das Endergebnis wird dann den Gewinner bestimmen. Schauen wir hier mal rüber zum Staudenbeet. Neben einem weiteren Edelrosthochbeet haben wir nochmal die Breitblattsäge und eine Rissmortensie. Aber was ist das hier? Hier hat Dennis wohl auch Schädlinge, Schnecken, Hasen. Wir fragen ihn mal selber. Ja, natürlich habe auch ich das ein oder andere Problem. Bei mir sind es Kaninchen. Das hier allerdings waren Nacktschnecken. Die habe ich relativ wenig im Gemüsegarten, aber in den Staudenbeeten sitzen sie dann doch schon mal. Und Funkchen sind halt auf der Speisekarte von Nacktschnecken ganz weit oben. Was ich euch hier noch unbedingt zeigen möchte, das ist diese Dahlie hier. Eine schöne offene Dahlie und hier sieht man schon direkt, dass die Insekten direkt in die Blüte rein können. Das ist ja nicht bei allen Dahlien so. Deswegen ist diese auch nochmal ganz besonders und optimal geeignet für einen insektenfreundlichen, nachhaltigen Garten. Ja, und bei Dennis, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken und zu ernten. Deswegen hole ich mir noch schnell die Zuckermelonen, denn die haben mir auch ganz gut gefallen. Und ich hatte leider in diesem Jahr fast nur Wassermelonen. Deswegen schnell die Melonen ernten und dann ab nach Hause. Tschüss, bis demnächst.